Und damit herzlich willkommen, Freunde, zurück zu Let's Play Plus im September 2015. Wir nehmen uns den nächsten Titel vor, das ist Tesla Grad. Gibt es für die PlayStation 3 und die PlayStation 4 in diesem Monat. Und wie ihr seht, das hat so einen leicht postapokalyptischen Touch in Comic-Grafik. Ich kann zu diesem Spiel ansonsten überhaupt nichts sagen. Ich kenne zwar irgendwo den Titel, den habe ich irgendwo schon mal gehört, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, worum es in diesem Titel geht. Aber wie ihr sehen könnt, es ist ein Side-Scrolling, ja, Jump'n'Run, was auch immer. Das werden wir sicherlich oder hoffentlich in diesen paar Minuten, die ich dieses Spiel jetzt anspiele, noch rausfinden. Oh, das habe ich ihn kaputt gemacht. War das jetzt richtig oder war das falsch? Ich schätze mal, das war richtig, weil der Kerl sah ein bisschen gemein aus, muss ich ja schon mal gestehen. So. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich springe jetzt hier einfach, kann ich nicht. Ich habe keinen Double Jump oder sowas. Ah ja, okay, das ist eine riesengroße Waage. Was auch immer diese Waage bedeuten soll. Keine Ahnung. Aber ich kletter jetzt einfach mal hier oben drauf. Vielleicht liegt hier ja irgendwas rum. Nee, hier liegt nichts rum. Ist einfach nur eine Plattform, das Teil. So, da steht auch noch ein böser Mann. Den müssen wir wahrscheinlich ausweichen. Denn wir sind hier nur ein kleines Kind. So wie es hier aussieht. Ah! Das hat er uns echt verfolgt, der böse Mann. Und ist da wahrscheinlich auch in den... nee, er ist nicht in den Tod gestürzt. Oh, scheiße. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen hier. Er hat uns... Nein, nicht gut, nicht schön. Wir können nichts anderes drücken. Wir können erstmal nur hüpfen. Und das wird wahrscheinlich so ein Geschicklichkeits Jump'n'Run sein. Wenn ich das hier so sehe, weil wenn es darum geht, hier irgendwie mit Geschwindigkeit irgendwelche Sprungpassagen zu meistern, dann ist es meistens darauf aus, hier Geschicklichkeit zu fordern. Ich sehe jetzt nicht, ob er uns noch verfolgt, aber ich beeile mich einfach weiter. Oh, da ist noch ein böser Mann, der uns jetzt verfolgt. Und lauf, kleiner Junge, lauf! Ja, da ist er durchs Haus durch. Ah, wir sind schneller. Wir sind ein kleiner, sportlicher Junge. Lauf, 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 lauf. Und rein da. Jetzt würde er uns wahrscheinlich gleich nicht mehr weiter verfolgen können, würde ich jetzt mal pauschal behaupten. Aber hier wird es garantiert noch mehr böse Männer geben. Komm schon, komm schon. Oh, ein Skelett. Können wir hier irgendwie mit dem... Nee, interagieren können wir mit keinem Knopf. Das hier ist, ja, wollte ich gerade sagen, das hier ist wahrscheinlich so eine Art Beschreibung, wie wir... Ah, okay. Das da wird wahrscheinlich nicht sehr gesund sein, wenn ich dieses Vieh berühre. Das sieht nämlich nicht freundlich aus. Okay. Oh. Was war das jetzt? Ah, okay, alles klar. Jetzt muss ich hier so ein bisschen mich durchwurschteln. Ohne dabei... Hier muss ich wahrscheinlich rauf. Ha, hab ich mir gedacht. Bin ich nicht ein... Oh, das da ist wahrscheinlich zum Sammeln da. Oder es soll uns den Weg weisen zu einem geheimen Ort. Zu einer Faust.
Wir können boxen. Und damit wahrscheinlich hier was aktivieren. Ich aktiviere das andere Ding auch mal. Was auch immer uns das bringen soll, wird sich wahrscheinlich noch aufklären. Komme ich hier hoch? Nee, warte mal. Ich kriege das Ding gar nicht zurück. Oder muss ich hier dann... Ah ja, okay. Ah, jetzt sind wir rübergekommen. Was haben wir hier? Eine Karte, sehr praktisch. Aktivieren wir mit einem Druck auf das Touchpad. Ah, okay, ich muss das immer ins Gegenteil umkehren. Was ist das? Oder müssen wir hier weiter? Ja, wir müssen da weiter. Das muss so gemacht werden. Hier unten kommen wir wahrscheinlich nicht heil rüber. Also geht's oben lang. Ah, okay. Ja, wie gesagt, das ist so ein kleines Geschicklichkeits... Ja, so ein bisschen mit Rätseln... vermischtes Spiel. Und hier gehe ich mal davon aus, dass wir irgendwie es schaffen müssen, da oben reinzukommen. Ah, dazu müssen wir aber erstmal hier unten. Können wir... Nee, wir können uns gar nicht ducken. Ah, ich habe eine Idee. Kommt das Ding da unten nämlich nicht mehr raus. Ah, das habe ich mir fast gedacht. Okay, so nicht. Ah, okay. Jetzt sind wir hier oben. Aber wie kommen wir hier jetzt? Ah, okay, wir müssen immer die Schwerkraft so ein bisschen umkehren. Eine Dose. Halt, warte, das wollte ich nicht. Ich wollte erstmal hier unten rein. Vielleicht liegt ja hier irgendein Geheimnis oder sowas. Nein, nein. Ah, das war nicht schön. Wir dürfen das Ding also wahrscheinlich nicht aktivieren, weil sonst haben wir diesen komischen Schild, der dafür sorgt, dass wir angezogen bzw. abgestoßen werden von diesem Ding. Ja, hier geht's weiter. Sehr schön. Ah! So. Oh. Okay, die Dinger tun uns also doch nichts. Ah, okay. Wir werden hier wahrscheinlich dem Vieh eine Ladung verpassen müssen. Oder? Ah, nee, warte mal. Jetzt hat das Vieh dieser Plattform da eine Ladung verpasst. Und wir müssen das jetzt abstoßen. Okay. Und jetzt? Kommen wir jetzt hier weiter? Nicht wirklich. Okay. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Vielleicht wird das ja resettet, wenn wir... Ja, das wird resettet. So, jetzt müssen wir einmal nach da. Einmal rüber.
Okay. Uiuiui. Ist schon ein bisschen tricky. Ah, scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich jetzt hier machen muss. Nein, 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 nein. Wieder runter, runter, runter. Ach, shit. Das war der blaue, genau. Ach, schlecht getimed. Ah, okay, so kann ich jetzt hier oben langklettern. Ich habe das eben mich dann wohl geirrt. Oh, Scheiße. So. Bäh. Na, Mist. Oh, gut, wir hätten jetzt auch die Plattform nehmen können, aber ist egal. So stoßen wir ab. Und ich gehe jetzt hier einfach erstmal weiter. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das Ziel dieses Spiels ist, aber das hier sieht mir doch sehr nach einem Bosskampf oder sowas ähnlichem aus. Scheiße, ja, es ist ein Bosskampf. Oh, Scheiße. Ich muss wahrscheinlich dafür sorgen. Was habe ich mir gedacht, dass da irgendwie diese Blöcke. Oh, Scheiße. Es spuckt das Vieh auch noch Feuer. Scheißdreck. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass das Vieh hier irgendwelche Blöcke frisst. Indem ich den Blöcken hier eine Ladung verpasse mit dem Handschuh. Und jetzt muss ich wohl ein bisschen in Deckung gehen, schätze ich mal. Ach, fuck, jetzt bin ich in diesen blöden Dings reingesprungen. Freunde, das ist tricky. Das ist echt tricky. Deckungssuche hier. Ah, was macht er jetzt? Ah, jetzt geht's wieder von vorne los. Hier ist echt volle Konzentration gefragt, Freunde. Und vor allem nicht da hinten in diesen neuen Ofen oder was das sein soll, reingeraten. So. Warum macht denn der hier alles immer noch mehr kaputt? Oh Scheiße, jetzt wird das Ding schneller. Ah, fuck. Muss ich jetzt den kompletten Kampf von vorne machen? Ja, verdammte Hacke. Man muss hier echt den kompletten Kampf von vorne machen.
meine, es gibt hier sicherlich auch irgendwie so einen kleinen Trick, wie man das sich ein bisschen vereinfachen kann, aber den habe ich natürlich noch nicht rausgefunden. Da ich hier jetzt auch gerade erst angefangen habe, dieses Spiel zu spielen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen in Deckung gehen. Oh nee, warte mal, das ist jetzt schon die dritte Phase. Man muss also doch nicht den kompletten Kampf von vorne machen. Oh oh, oh oh. Scheiße, scheiße. Ah, nein, ich bin zu dicht dran geraten. Ah, nee, da, ich wollte gerade sagen, ob ich darauf springen kann, um mich dann da oben links in der Plattform oder auf der Plattform in Sicherheit zu bringen. Ich kann nicht, nee, die roten fliegen gar nicht hoch, nur die blauen fliegen hoch, okay. Oh, jetzt wäre ich da beinahe wieder reingehüpft. Also so wirklich einfach ist es nicht, das muss ich schon mal gestehen. So, jetzt hast du gekracht. So, und jetzt wird das Teil nämlich richtig fies schnell. Fuck, jetzt hätte ich mich da oben in Sicherheit bringen können. Oh, jetzt ist zu spät. Uiuiuiui. Und jetzt wird's schnell. Oh Gott, wird das Ding schnell. Scheiße. Oh Gott. Freunde, das ist richtig eklig gerade. Oh, ich hab's geschafft. Wow, Freunde, das war echt... ein interessanter Bosskampf und auch extrem tricky. Aber besiegt ist besiegt. Und ich weiß nicht, ob es Sinn macht, jetzt hier noch großartig viel weiter zu spielen, denn ich glaube, das ganze Spiel wird, denke ich mal, so in sich weiter so bewegen, wie es jetzt ist. Da komme ich nicht hoch. Ich gehe mal unten kurz lang. Ich habe ein Geräusch gehört. Ah, das sind wahrscheinlich irgendwelche... Ah, Stiefelchen. Ah, damit können wir uns quasi so ein bisschen teleportieren. Geht das auch nach oben? Nee, das geht nicht nach oben. Aber wir können damit durch diese Käfige durch. Das hätte ich beinahe scheiße gebaut. Ja, genau das meine ich mit scheiße gebaut. Ah, scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Ich habe da nämlich eine Vermutung, wie es jetzt hier weitergeht. Ah, Mist. Das will ich jetzt noch eben schnell versuchen, hier durchzukommen. Durch diesen Raum. Ah, Mist. Okay. Das habe ich mir gedacht, dass ich das Vieh so ein bisschen austricksen muss. Und jetzt hier... Ah nein, runtergefallen ist.
Also wir müssen beim Teleportieren nicht die Richtung drücken, es ist nur entscheidend, in welche Richtung wir gucken. So, und damit kommen wir jetzt wahrscheinlich hier oben auch an dem Käfig vorbei. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir müssen allerdings auch immer so ein paar Sekündchen warten. Bis wir das wieder einsetzen können. Durch die Wand kommen wir zum Beispiel jetzt nicht durch. Ah, so, ich muss mich in den Käfig hinein teleportieren. Ah, okay, das Vieh kann hier nicht runter. Nein, oh, jetzt wäre ich da beinahe zu dicht dran gesprungen. Okay. Und so ziehen wir irgendwelche Leuchtkügelchen an, damit wir was sehen, okay. Oh. Sehen wir wieder nichts? Da oben ist irgendwas. Was auch immer das ist. Das versuchen wir uns mal noch zu holen. Mist. Wir stehen... Ah, Mist. Die Plattform ist relativ klein, wo ich da... Ah, okay, da können wir raufspringen. Hm? Ah, Mist, das hätte ich springen müssen. Ist schon relativ interessant, das Ganze. Okay, das ist die Karte gewesen. In Ordnung. Bin ich zu dicht daran geraten. So ein Mist. Naja, egal. Das soll es jetzt hier auf jeden Fall gewesen sein. Ich denke mal, so eine kleine Spielvorstellung hier in diesem Fall reicht aus. Wir haben den ersten Bosskampf gesehen. Und wir haben so ein bisschen was zur Steuerung mitgekriegt. Ganz ehrlich, ich weiß nach wie vor nicht, worum es in diesem Spiel geht. Wie gesagt, ich habe mich da im Vorfeld auch nicht mit dem Spiel beschäftigt. Und das überlasse ich jetzt erstmal euch. Auf jeden Fall ist es sehr interessant. Dieses Jump'n'Run ist jetzt nicht so ganz mein Genre, aber es ist trotzdem nicht schlecht. Man kann es schon sich mal angucken. Letztendlich muss es hier in dem Fall lieber selber wissen. Ich kann hier keine Empfehlung, aber auch keine Empfehlung aussprechen, aber auch nicht sagen, dass ihr es euch nicht mal zu Gemüte führen sollt. Ich würde eher sogar sagen, um euch selbst ein Bild zu machen, solltet ihr es vielleicht selber mal gucken. Ich kann hier zu wenig dazu sagen, weil es halt auch nicht so ganz mein Genre ist. Aber das soll es jetzt hier erstmal gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen, wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis zur nächsten Folge. Ich verabscheue mich.